Hallo und herzlich willkommen wieder bei KG Games, heute mit einer neuen Folge Spiel sie nackt. Und natürlich wieder in Battlefield 4. Heute beschäftigen wir uns mit der MX4. Eine schöne PDW, allerdings muss man sagen, dieses Format lebt von euch. Also schreibt in die Kommentare, was ihr von den einzelnen Waffen haltet, welche ihr am liebsten spielen würdet, beziehungsweise welche ich in der nächsten oder in den nächsten Folgen zeigen soll. Und wenn das gut ankommt, dann wird da auf jeden Fall mehr kommen. Und heute spiele ich die MX4, ist an sich eine sehr, sehr schöne Waffe, ist vor allem für Close Quarters sehr, sehr gut geeignet, hat einen sehr, sehr hohen Rückstoß, das macht es auf Entfernung etwas schwierig mit der Waffe, ja, gut treffen zu können. Allerdings seht ihr hier schon, auf nahe Entfernung ist das eigentlich gar kein Problem. Und insgesamt macht sie einen sehr, sehr hohen Schaden, also da, das kann vielleicht auch mit dem Kugel-Output zusammenhängen, allerdings sie tötet sehr, sehr schnell und man muss eigentlich fast nach jedem Gegner nachladen. Deswegen töte ich hier auch den Gegner oder versuche ich ihn zu töten mit der Pistole. Hat dann auch noch geklappt. Ich habe Hilfe bekommen, beziehungsweise den Kill durch Hilfe bekommen. Und ist eine sehr, sehr schöne Waffe, ist auch eine der Anfangswaffen. Und ich habe mir gedacht am Anfang so, ich suche mir jetzt mal einfach mal ein paar Anfangswaffen raus, die alle so ein bisschen sich gut spielen lassen. Und insgesamt kann ich nur sagen, sehr, sehr viele Kugeln haut sie raus und diese Kugeln sind auch echt straight, vor allem auf nahe Entfernung. Also die hauen dir wirklich den Gegner, wenn du auf den Kopf zielst, dann donnert das nur so in den Kopf rein. Also es gibt noch ein paar andere Waffen, die sind so eher so Nagelpistole, alles in eine Richtung, aber die hier ist schon wirklich sehr, sehr nah dran. Und insgesamt kann ich zum Fazit nur sagen, wenn man sie jetzt so blanko nackt spielt, ist die Waffe definitiv eine der besten, was so den Kugel-Output angeht. Es macht extrem viel Spaß und man muss halt leider sagen, sie ist eher für Close Quarters, also schlecht für weitere Entfernungen, wie man zum Beispiel auch bei Eroberung hat. Hier haue ich dann natürlich das Coyote drauf, das ist wie gesagt schon der Nachfolger zum Cobra-Visier, allerdings ist es ein bisschen größer, das Cobra-Visier ist ein bisschen minimal gehalten. Dann den Laser hier, damit ich, weil die Waffe auch ja sehr gut für Close Quarters ist, auch mit aus der Hüfte sehr, sehr gut schießen kann. Und dann natürlich noch den Schalldämpfer, weil der Schalldämpfer bietet auf weitere Entfernung einfach ein bisschen mehr Stabilität. Also das funktioniert mit dem Schalldämpfer wesentlich besser und vor allem bei Close Quarters ist es gut, dass man nicht auf der Karte angezeigt wird dadurch. Zudem, wenn man hier die Mündungsbremse wählen würde, wäre das Ganze einfach nicht so gut und beziehungsweise der Schaden wäre zwar höher, aber die Waffe ist dadurch ungenauer. Und ich hau hier dann noch den Klappgriff, soweit ich weiß, dran, denn der bringt einfach mehr Stabilität oder auch der angewinkelte Griff. Also die sind beide relativ gleich und auch eine meiner Standard-Attachments, die ich meistens dran hau, weil sie halt für solche PDWs in dem Fall eine wesentlich bessere Genauigkeit bringen. Und vor allem auf Entfernung ist das extrem wichtig bei diesen Waffen. Ja, insgesamt war ich hier, glaube ich, auch sogar besser in der ersten Runde. Trotzdem, mit Attachments ist es einfach so, ist es nicht so anstrengend teilweise zu spielen. Also es ist wesentlich angenehmer und insgesamt macht es dadurch mehr Spaß, weil man halt wesentlich leichter anvisieren kann. Hier das Coyote-Visier, das hat einfach wesentlich mehr Raum außenrum. Du siehst einfach noch alles, bist nicht in dem Visier voll drin. Und das hat oftmals seine Vorteile, vor allem bei Close Quarters, dass du halt rundherum gucken kannst. Man muss sagen, die Waffe hat auch viel Spaß gemacht, definitiv. Ohne Attachments, also die ist definitiv auch eine Waffe, die man ohne Attachments spielen kann. Und vor allem im Close Quarters Bereich ist man da einfach super nah dran. Da braucht man nicht unbedingt ein Visier, weil die auch sehr, sehr gut im Hüftfeuer ist. Deswegen kann ich die nur empfehlen. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche Waffe ihr gerne sehen möchtet. Und dann werde ich die demnächst mal, wenn genügend Leute sozusagen sich das hier angucken und ihnen das gefällt, dann werde ich das hier auch weiterführen. Und ja. In diesem Sinne war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiter zocken. Ciao!